Hallo liebe Zuschauer und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Micha und dies ist mein erstes Video bezüglich unseres Versagens auf voller Linie im Kampf gegen die Klimakrise. Ich halte den Teaser kurz, viel Spaß beim Zusehen. In jedem Wohlstandsstaat wachen die Menschen so langsam auf und überlegen ihr Handeln. Nicht alle, ganz klar. Es gibt noch viel zu viele selbstsüchtige Idioten, die nur ihr eigenes Wohl im Sinn haben und ihre eigene Bequemlichkeit. Aber das werden weniger. Und das ist natürlich der Fossilindustrie ein großer Dorn im Auge. Und deshalb werden auch solche Institutionen wie EIKE und Co. von denen gefordert. Die wollen weiterhin Milliarden einnehmen von unseren Geldern. Und die scheren sich einen Scheißdreck drum, ob unsere Kinder eine lebenswerte Zukunft haben. Um das nochmal in der Größenordnung zu sagen, das Pariser Abkommen ist ja eine freiwillige Veranstaltung der Industrieländer. Alle anderen dürfen weitermachen. China hat den Status eines Entwicklungslandes. Das Hauptexportland der Welt hat sich als Status Entwicklungsland eben ausbedungen, bis 2030 weiter CO2 zu emittieren. Und die entscheidende Frage, die sich... Und das können wir verhindern, indem wir auf China Druck ausüben und ihnen sagen, wir kaufen das Zeug von euch nur noch, wenn es nach richtigen Umweltstandards hergestellt ist. Am besten kaufen wir das Zeug gar nicht mehr, sondern stellen es selber her. Stellt euch mal vor, es gäbe wieder Arbeitsplätze, weil wir unsere Waren selber herstellen. Die Arbeitslosenzahl würde sinken, weil wir unsere eigenen Facharbeiter dann wirklich brauchen würden und auch wirklich wieder richtig entlohnen. Natürlich kommt von euch dann wieder, dann wird ja alles wieder furchtbar teuer. Nein, nichts wird teuer. Die Waren bekommen einfach ihren reellen Preis wieder, den wir durch den Einsatz von billigen fossilen Rohstoffen und Energien ins Bodenlose gedrückt haben und dann noch mit den Sklaven, ich meine natürlich mit den billige Arbeitern in China noch weiter runter gedrückt haben, sodass das Zeug mittlerweile fast gar nichts mehr kostet. Die Waren haben nun mal einen Wert, den sie auch bekommen sollten, und wir sollten nicht hingehen und diesen mit aller Gewalt versuchen, ins Bodenlose zu drücken. Wir sehen ja jetzt, was dabei rausgekommen ist, dass wir das erstmal angefangen haben. Gestellt ist, weil viel wird geredet über CO2 pro Kopf. Greta Thunberg sagt sogar, wir müssen das aufsummieren seit 1850, und dann kommt heraus, dass Deutschland einer der großen Schocken ist. Das sagt Greta Thunberg sicherlich nicht von sich aus. Die hat das auch nur irgendwo gelesen bzw. mitbekommen. Aber der wissenschaftliche Konsens, wieder mal, Fritz, der wissenschaftliche Konsens, der ist sich darüber einig, dass Deutschland eine ganz schöne Dreckschleuder war in der Vergangenheit. Die sozusagen die Emissionen am Ende der Vergangenheit. Woran kann man denn erkennen, dass solche Klimaterroristen einfach die Unwahrheit sprechen, indem sie anfangen, über Greta Thunberg und Co. herzuziehen? Verursacht haben. Aber es gibt eine einzige Größe, die zeigt, wie gut eine Volkswirtschaft ist, CO2 zu vermeiden. Und das ist CO2 pro BIP. Und nichts anderes, nicht pro Kopf. Es ist ja völlig unredlich, ein hochentwickeltes Industrieland zu vergleichen mit, sagen wir mal, Simbabwe oder... Nein, ist es nicht. Nochmal, dem Klima und der Erde ist es vollkommen egal, was mit unserer Wirtschaft ist. Dem ist es auch vollkommen egal, ob das in Simbabwe ist oder in Deutschland oder in China oder in den USA. Es interessiert sich schlicht nicht auf unseren BIP. Syrien, weil dieses Land beliefert weltweit Maschinen, Verkehrsflugzeuge, Autos, was auch immer, Pharmaka, Chemie, und hat natürlich einen ganz anderen CO2-Fußabdruck pro Kopf. Aber wenn Sie sich das BIP anschauen, CO2 pro BIP, hat dieses Land eine Spitzenposition
Wir sind ganz oben an der Spitze, wenn es darum geht, wie viel CO2 wird pro Bruttoinlandsprodukt emittiert. Das sehen Sie hier. Es gibt nur drei Länder, die besser sind als wir. Das ist Schweiz, Schweden, Frankreich und das Vereinigte. Und das ist auch wieder ein direkter Zusammenhang mit die dreckigste Industrie nach China auslagern und dort fertigen lassen und dann die fertigen Produkte bei uns wieder zu importieren. Dann kommen solche Zahlenspielereien raus, wie der uns gerade hier auftischen will. Das Königreich. Warum? Weil diese vier haben gleichzeitig auch die Kernenergie. Und Schweden auch noch die Wasserkraft. Frankreich übrigens auch noch die Wasserkraft. Und trotzdem stehen wir ganz vorne. Und daraus hätte eigentlich in einem Wahlkampf die Diskussion geführt werden müssen. Wir müssen dafür sorgen, dass aber auch jeder Arbeitsplatz, der hierzulande da ist, hier gehalten wird und nicht durch CO2-Abgaben und noch weitere Erschwerungen, CO2-Steuern, Stromsteuern und ähnliches mehr, erschwert wird. Und ja, genau. Die Arbeitsplätze, die wandern schon seit den frühen 80ern ab, wo die Industrie erkannt hat, dass man in China billig und ohne irgendwelche Umweltauflagen produzieren kann und dann den Krempel zu uns schippern. Seitdem sind unsere Arbeitsplätze auf dem Rückgang. Das war noch lange, lange vor irgendwelchen CO2-Abgaben. Die CO2-Abgaben sind eine gute Sache. Denn die lassen die Menschen zweimal überlegen, ob sie eine bestimmte Ware wirklich kaufen sollen, ob es wirklich absolut nötig ist, dass sie diese kaufen und nicht irgendwie nur Impulskäufe machen, weil das Zeug einfach billig ist. Denn ich sage mal, mindestens ein Drittel von dem Zeug, was wir uns kaufen wie die Verrückten, ist überhaupt gar nicht nötig. Das wird nur gekauft, weil es die Industrie uns einimpft, dass wir das jetzt unbedingt brauchen würden mit Werbung. Es ist ja so cool und das neue Auto ist ja auch höher, breiter, schneller und kommt durchs Gelände und alles auf einmal. Brauchen wir nicht. So ein Auto fährt 15, 16 Jahre lang und kann dann recycelt werden. Wir müssen nicht jede 3 Jahre die neueste, fetteste, größte Karre kaufen mit den meisten PS. Das ist absolut nicht nötig. Es gehen auch kleine Autos sparsame, die billig sind. Damit verlagert wird in Länder wie China, wo für das gleiche Produkt zur Herstellung die dreifache CO2-Menge emittiert wird. Und dafür ist es billiger und deshalb hat das die Industrie auch so gemacht. Das hat nichts, aber auch gar nichts mit der CO2-Abgabe zu tun oder irgendwelchen CO2-Bepreisungen. Das passiert im Augenblick. Nein, das ist schon seit 30 Jahren der Fall. Und mittlerweile sind wir so weit, dass es sogar für uns Deutsche nicht mehr lohnt zu arbeiten, weil die Firmen nur noch Löhne zahlen wollen, wie sie in China üblich sind. Aber das geht halt nun mal nicht bei den hiesigen Preisen. Anfangs war alles noch schön billig, was aus China kam. Wir waren die, die Geld hatten, die Qualität produzierten und konnten dafür den Billigkrempel aus China kaufen, wie verrückt. Aber mittlerweile machen A, die Chinesen auch Qualität und B, müssen unsere Firmen deshalb unsere Löhne auch kürzen, damit sie überhaupt noch irgendwelche Waren auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig verkaufen können. Aber um Lohn zu sparen, ist natürlich genau das Falsche, weil die Waren werden nicht im gleichen Maße billiger, wie unsere Löhne fallen. Das heißt, wir verlieren Arbeitsplätze, wenn Daimler die Motorenproduktion, was passiert ist, nach China verlagert, ist die Emission, die mit der Motor... Mittlerweile auch nicht mehr. Die Chinesen können das besser. Und außerdem wollen die auch gar keine Verbrenner mehr, weil Elektro ist viel praktischer. Die Motorenherstellung verbunden ist dreimal so hoch. Erzählen Sie mir, welche Ratio dahinter steht. Die bornierte Selbstsüchtigkeit der deutschen Industrie, immer so weitermachen zu können, maximale Gewinne abzuschöpfen, mit dem minimalsten Aufwand. Aber die Zeiten sind vorbei. Sie können das in fast jedes Land der Welt geben. Sie sind immer schlechter dran, wenn Sie Produktion aus Deutschland verlagern. Es gibt natürlich auch noch die andere Sichtweise, die heißt pro Kopf. Aber auch hier muss man einfach mal sagen,
Ja, aber Saudi-Arabien hat 18 Tonnen pro Kopf, USA 16, Südkorea, Russland, Iran, selbst Niederlande ist höher als ihr. Ja, Iran ist noch kurz vor uns. Japan. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wir können nicht hingehen und die sollen erstmal und die sollen erstmal. Nein, alle müssen, alle. Es ist dem Klima völlig bewusst, ob es Saudi-Arabier sind oder Australier oder Amerikaner, Russen oder Deutsche. Es ist dem Klima vollkommen Banane. Wie gesagt, es wird uns halt wie einen Virus ausschwitzen. Dann kurz hinter uns. China wird uns nächstes Jahr überholen, pro Kopf. Halte ich nicht für die richtige Größenvergleiche. Pro Kopf ist nicht das Richtige, aber auch da muss man sich die Frage stellen, warum allein in Deutschland? Das ist wieder so eine Irreführung. Es ist nicht allein in Deutschland, das ist Quatsch. Wie gesagt, solche Trends gibt es weltweit. Was jetzt Schweden oder Norwegen, die haben die CO2-Bepreisung schon 15 Jahre lang. Und bei denen funktioniert es. Es wurden einfach Waren, die durch diese Bepreisung teurer geworden sind, nicht mehr gekauft und durch vernünftigere Waren ersetzt. Oder die Menschen stellen einfach fest, eigentlich haben wir den Scheiß gar nicht gebraucht und kaufen es einfach gar nicht. Dass Deutschland allein irgendwas rettet, ist eine blöde Masche, die euch wieder eingefallen ist bei Eike und mit der ihr einfach hier rumwirft. Warum müssen wir sozusagen als Erste unseren wirtschaftlichen Absturz beflügeln? Hier. Was gar kein wirtschaftlicher Absturz wäre, wenn ihr nicht dagegen schießen würdet. Denn dann könnten wir die erneuerbaren Energien richtig aufbauen, mit vernünftigen Speicherlösungen und allem, und dann dieses Wissen an die Welt verkaufen. Aber ihr wollt euren alten Krempel und jetzt das schnelle Geld machen und wundert euch nachher, wenn die Welt dann umsteigt auf erneuerbare Energien, dass wir nichts mehr in der Hand haben. Wir werden dann abgehängt. Es interessiert die Welt nicht, was mit dem kleinen Deutschland ist. Wir sind ja nur für 2% zuständig. Hier sehen Sie nochmal, ich will das nochmal rückwärts, vorwärts machen. Wenn Sie einfach mal so diesen roten Bubble auf sich wirken lassen. Man nennt es auch Kreis. Nein? Nee, das war jetzt zu viel. So. Das passiert in den nächsten 10 Jahren. Hier nochmal als Balken, damit wir wissen, worüber wir reden. Deutschland, das ist der Beitrag, den wir jetzt leisten mit wahrscheinlich selbstzerstörenden Wirtschaft. Und hier steht wieder, nach Greta Thunberg ist Deutschland der Hauptschurke. Bullshit, das hat das Mädel mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nie gesagt. Die sagt einfach, wir, westliche wohlhabende Nationen, sind die Hauptschurken. Welchen Folgen, darauf will ich noch kommen. USA geht runter wegen Fracking und China. Und außerdem, seit wann gebt ihr was darauf, was ein kleines Mädchen aus Schweden sagt? Ihr müsst schon ganz schön Angst vor der Kleinen haben, wenn ihr sie überall versucht zu diskreditieren. Macht ein Vielfaches. So. Dass die aber nur das wiedergibt, was sie aus wissenschaftlichen Studien mitbekommt und so weiter, das scheint ihr nicht zu verstehen irgendwo. Und dann gibt es natürlich noch die ganz Schlauen. Das ist jetzt in Glasgow passiert. Nicht? Frau Thunberg hat ja gesagt, Deutschland ist einer der größten CO2-Schurken. Einer der größten. Jetzt hast du es selber gesagt. Sie hat nicht gesagt, Deutschland ist der Hauptschurke. Einer der größten. Der historischen Schuld. Merkenswert. Auch das stimmt nicht. Wenn Sie die Emissionen der letzten 50 Jahre aufsummieren, dann kommt die USA auf 250 Milliarden Tonnen und China folgt unmittelbar mit 225 Milliarden Tonnen. Dann kommt eine Reihe von Staaten und dann kommt irgendwann an sechster Stelle Deutschland mit 45 Milliarden. Und in diesen 45 Milliarden
ist die Emission des Landes enthalten, das die größte CO2-Emission pro Kopf hatte, nämlich der DDR. Dann rechnen wir jetzt nicht nur die letzten 50 Jahre auf, wo wir dann in den 1970er Jahren sind, sondern schon von Anfang der Industrialisierung. Dann sieht die Sache nämlich ganz anders aus. Und dieses Land ist saniert worden. Gemeinsam. Nein, dieses Land hat nur seine dreckige Industrie nach China ausgelagert. Eine riesige Anstrengung passiert in den letzten 30 Jahren. Nein, nur die Gier nach mehr Profit hat die Industrie dazu gebracht, die ganzen Waren bzw. Förderketten nach China auszulagern. Natürlich wurde unser Land dann auf dem Papier sauberer. Aber wenn wir den Krempel dann aus China wieder importieren, dürfte ein ganz großes Stück des chinesischen CO2-Ausstoßes eigentlich uns zugeschrieben werden. Und ich erwarte eigentlich von der Politik darauf, stolz zu sein, dass wir es geschafft haben, 40% der Emissionen nach China auszulagern. Runterzufahren. Anstatt hinzugehen und sagen, ja, wir müssen am Ende müssen wir auf Null. Was natürlich dann auch unsere Arbeitsplätze zerstört hat, muss man auch dazu sagen, da sind wir auch selber schuld. Kommen, was völliger Blödsinn ist, wie ich gleich zeigen werde. Wir müssten weniger produzieren, wenn wir das Ganze lokaler und nachhaltiger machen würden. Es wäre eine einfache Lösung, sie wäre direkt vor unseren Füßen, sie würde nichts kosten, nur dass wir einfach unseren überbordenden Konsum einschränken. Mensch will das nicht. Mensch ist faul und gierig, der möchte lieber schuften bis zum Umfallen. Klappe! Der möchte lieber schuften bis zum Umfallen und kapiert es nicht, dass die Möglichkeit schon längst gegeben wäre, die Arbeit so weit zu reduzieren, dass man einfach das hat, was man zum Leben braucht, plus einen kleinen Luxus, warum nicht, aber nicht hier diesen ausschweifenden Lebensstil, den wir gerade praktizieren. Das ist völliger Quatsch. Das sind meine 7 Sinn dazu. Was sind eure Gedanken zu dem Thema? Gebt ihr dem alten Herrn recht? Wohl kaum, weil das Lügen, das kann man ihm wunderbar nachweisen. Aber was wären eure Lösungen zu diesem Problem? Dass wir CO2 reduzieren müssen? Sagen die sogar schon mittlerweile selber. Aber der Weg dahin ist es nicht, irgendwelche bereits getanen Probleme rückgängig zu machen, sondern diese Probleme erst gar nicht erzeugen, meiner Meinung nach. Aber bevor ich jetzt ewig im Kreis rede, werde ich das Video hier beenden. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt ihm einen Daumen nach unten. Abonniert den Kanal und aktiviert auch die Glocke, dann damit ihr kein Video mehr verpasst. Und wir sehen uns nächsten Freitag wieder beim Klimafreitag hier bei mir auf diesem Kanal. Tschüss, bis dahin, euer Micha.